Ja, natürlich habe ich verstanden. Ja, und warum habe ich noch keinen Namen von Ihnen bekommen? Frau Sprotte, es ist Weihnachten. Die ganze Crew ist draußen und... Ach, sagen Sie nicht Crew. Alle MitarbeiterInnen sind draußen feiern. Ha! Ja, ich komme doch gleich. Ja, geht schon mal vor. Ja! Diese ganze Abteilung ist ein Witz und Sie sind der Oberwitz. Wenn ich bis morgen früh keine E-Mail im Postfach habe, in dem Sie mir schreiben, wen Sie entlassen haben, mache ich die Abteilung dicht. Und weder Sie noch sonst irgendwer braucht nächstes Jahr hier aufzukreuzen. So schön, dass wir alle hier sind. Unglaublich schön, schön, schön. Was wird das, Vincent? Ich wette, jemand wird entlassen. Was? Nein! Nein, 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 nein. Okay, ja, okay, es gibt eine schlechte Nachricht. Aber es gibt auch eine gute. Die schlechte Nachricht ist, es wird eine Stelle eingespart, aber niemand wird entlassen. Was soll denn das heißen? Eine Stelle wird eingespart, aber niemand wird entlassen. Pisser. Du, was glotzt ihr denn so, hä? Daneben! Daneben! Beruhig dich! Okay, also, alles gut, alles gut. Kommen wir zur guten Nachricht. Die gute Nachricht ist, es wurde beschlossen, dass wir gemeinsam, ja, wir gemeinsam entscheiden, wer von uns am glücklichsten ist, wenn er oder sie, woanders arbeitet. Ich bleibe. Ich auch. Warum gehst du nicht? Pass auf, was du sagst. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Warum gehe ich nicht? Wer ist dafür, dass ich gehen soll? Okay, okay, gut. Gibt es schwere Einwände von jemandem, wenn ich gehe? Seht ihr? Schwerer Einwand. Sobald es eine Stimme gibt, die einen schweren Einwand hat, dann muss anders entschieden werden. Da muss anders entschieden werden. Ich bleibe. Sollen wir entscheiden, wer geht? Ja. Mein Plan ist... Ja. Dass wir als Team gemeinsam eine Lösung finden werden. Ja? Bis morgen früh um 8 Uhr. 8 Uhr. Sonst wird die ganze Abteilung geschlossen. Das ist ein Spaß. Okay, wir beruhigen uns. Das ist ja hoffentlich ein Down, down, down.
natürlich. Ich bin sehr gut im Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen, die dann aber auch von allen getragen werden, also weil eben alle sich angenommen fühlen durch mich. Kommunikation, klare Kommunikation vor allem, ist mir sehr wichtig und Ehrlichkeit in der Kommunikation. Ich kann einfach sehr gut sehen, was die Bedürfnisse meines Gegenübers sind und darauf eingehen und vermitteln. Ich habe sogar mal bei einer Geiselnahme vermittelt damals. Da habe ich dann auch mein Talent dazu entdeckt, mit Menschen zu sprechen. Darf ich da eine Gegenfrage stellen? Sucht ihr jemanden, der auf die Bedürfnisse des Kunden eingeht? Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass das nicht besonders gut ist. Denn wenn beim Kunden bereits Zweifel vorhanden sind, ist das absolut der falsche Ansatz. Aber sucht ihr jemanden, der die Ziele der Firma umsetzt, ohne Kompromisse, dann bin ich euer Mann. Silan, was ist los mit dir? Was willst du? Ich dachte, du machst das nicht mehr. Machst was? Das. Und jetzt? Was willst du? Jetzt ist mir auch klar, warum du so bist, wenn du wieder ballerst. Jetzt willst du mir einen Vortrag halten. Meine Halbschwester ist an einer Überdosis gestorben. Weißt du was? Wenn dir alles so scheißegal ist, dann geh du doch raus und melde dich freiwillig. Ich war auch mal wegen unterdrückter Wut in Therapie und... Jetzt hör mal gut zu, ja? Ich bin niemand, der deine Hilfe braucht oder deinen ganzen Scheiß hier. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Halt dich fern von mir. Ich dauere sonst ewig. Frieda, bitte mach mich. Lieber Gott, ich weiß, du bist wahrscheinlich etwas verstört von unserer Gemeinschaft, aber im Herzen sind wir alle gute Menschen. Sogar Sebastian. Wir bitten dich heute darum, dass niemand von uns gefeuert wird, weil du dir irgendwas Tolles einfallen lässt, was uns den Arsch retten wird. Und wir danken dir für unseren tollen Job, der unser Leben sinnvoll macht und uns jeden Monat eine Menge Kohle auf unser Konto beschert. Bitte weiter so. Amen. Amen. Also ich finde, ich bin sensibel, empathisch. Ich kann mich sehr gut auf andere Leute einstellen. Ich mache alles fürs Team. Ich opfere mich. Ego-Trips führen nur ins Grab, das weiß ich aus Erfahrung. Ich bin auf jeden Fall kommunikativ. Nicht konfrontativ in der Kommunikation, aber klar. Was machst du denn? Hm, schau mal, brauchst du eine Serviette? Mach ich. Ach komm, Mutti. Boah, mir ist gerade gar nicht nach Essen. Eine kleine Grundlage würde dir ab dem fünften Glas aber nicht schaden. Ach was, ich sauf euch alle unter den Tisch. Was haben wir denn da unten? Sorry, ist jetzt vielleicht ein bisschen uncharmant, aber ich habe mal eine Frage an Finn Ole. Ja? Du redest ja immer so ein bisschen komisch, ne? Redest selber komisch. Aber du bist ja ein bisschen dumm, oder? Das stimmt doch gar nicht. Also ist jetzt nicht böse gemeint, ich bin ja selber kein Mega-Brain, aber wisst ihr, wie ich meine? Ich bin nicht dumm. Ja, Finn Ole ist nicht dumm. Er ist einfach ein bisschen in seiner Welt. Mhm. Ich
Ich habe jetzt auch keinen Appetit mehr. Was ist denn los? Die blöde Chefin ist schuld. Die hat gesagt, dass jemand gehen muss. Ey, Finn-Ole, sag mal, was du mit der blöden Chefin am liebsten machen würdest. Ich würde mit ihr reden, dass sie niemanden entlassen soll. Ja, klar. Lass uns sie jetzt gleich anrufen. Wir gehen einfach in Vinzenz Büro und rufen sie an. Hey, ich weiß nicht, ob du... Hey, lass ihn doch machen. Lass ihn einfach machen. Finn-Ole, pass auf, du... Lass ihn machen. Finn-Ole, warte. Erzähl mal, wie du zum Auflegen gekommen bist. Ich habe das schon 100 Mal erzählt. Ja, aber es ist so eine tolle Geschichte und außerdem ist es Elisabeths erstes Jahr und sie kennt die Geschichte noch nicht, stimmt? Hoffentlich ist das nicht ihr letztes Jahr. Wie meinst du das jetzt? Naja, ich hoffe, dass es nicht dein letztes Jahr ist. Okay, es klang irgendwie so... Nee, sie meint, was sie sagt. Ja, sonst hätte ich es nicht gesagt. Also, ich hätte auch gern ein bisschen mehr aufgetischt, aber ich sag mal so, das Budget vom Chef war ein bisschen überschaubar. Das war aber schon kurz vor 9 Jahr, also ich will echt die ganze Nacht hier verbringen. Ja, sorry, aber das war jetzt schon passiv-aggressiv, oder? Nein, das ist einfach schon kurz vor 9. Nein, der Fakt, dass du die eigentliche Nachricht weggelassen hast, macht es... Du müsstest sagen, ich mache mir Sorgen, weil, oder keine Ahnung, wir haben noch keine Lösung gefunden und deswegen läuft uns die Zeit weg. Ich... Ja, genau, eine Ich-Botschaft. Es ist, hoffentlich, man hat passiv-aggressiv, okay? Ich finde es einfach so ungerecht. Wir sollen jetzt hier eine Entscheidung treffen, oder was? Wie soll das bitte klappen? Gut, da habe ich sehr viele. Ich bin sehr organisiert, immer pünktlich, zielstrebig, fleißig, charmant und für jedes Problem kann ich Ihnen 3 Lösungen vorschlagen. Und dann helfe ich Ihnen auch noch, die richtige Lösung zu finden. Ja, also ich programmiere ganz gut, jetzt auch nicht besser als die Kollegen, aber ich glaube, ich kann immer ganz gut einschätzen, wenn Leute nett sind oder nicht nett sind und ob die sich jetzt wirklich auskennen in dem Bereich und ob die, ja, ob die das Richtige machen oder nicht. Ah ja, gut, das ist doch immer das gleiche Gesülze. Ich kann Ihnen jetzt irgendwas erzählen. Aber soll ich das oder soll ich es einfach frei raus ehrlich sagen? Was wollen Sie? Ich kenne mich halt aus mit Java und mit C++ und mit Cybex und kenne mit den ganzen Abläufen, kann ich vielleicht was von den Keksen haben. Oh, ich glaube, mir wird das zu unheimlich. Wir reden doch nur mit ihr. Ja, bleib du an der Tür und pass auf. Okay. Ein Call, 18.37 Uhr von Frau Sprotte. Komm, ruf sie an. Ja, und was sagen wir? Ich rede. Geht nicht ran, die Frau Sprotte. Ja, komisch. Oh. Wie wär's, wenn jeder die Person aufschreibt, bei denen er oder sie starke Einwendung gegen die Kündigung hätte? Okay, endlich mal ein Lösungsvorschlag. Richtig gute Idee, mach mir Zettel, Stift, Leute. Woo! Hey, warte mal, was nochmal? Du schreibst einfach auf, wen du am liebsten magst und der bleibt dann. Super, tolle Idee. Geht uns richtig voran. Sophie, danke. Ja, oder? Zettel? Brauchen Zettel? Ja, das ist mein Post schon. Entschuldigung. Hier, Finn-Ole. Jeder schreibt jetzt auf, wen er am liebsten mag und der wird dann nicht gefeuert. Weißt du, ich wollte dir noch meine Ohrringe schenken. Die magst du doch so gerne, oder? Ich mag die Hanna am liebsten. Und mich? Ich dachte, wir mögen uns, oder? Als wir auf dem Betriebsausflug waren, hast du zum Live gesagt, dass ihr mich später aus dem Bällebad abholt. Das war gemein. Ich schreib noch die Lizzie auf. Man darf sich nicht selber aufschreiben.
Zettel hier rein. Hab aber noch nichts aufgeschrieben. Warum nicht? Weil ich glaube, dass unser Chef die Entscheidung treffen sollte. Aber der hat ja nicht die Eier dazu. Vincent, komm mal her. Hey, was gibt's? Sie kooperiert nicht. Sie kooperiert nicht. Ich weiß, dass das heute eine sehr schwierige Situation für uns alle ist. Nein, es ist keine schwierige Situation für uns alle. Es ist eine stinknormale, es ist eine kinderleichte Situation für den Abteilungsleiter und das bist du. Hab zu deinem Sklaven vorhin gesagt. Ich bin nicht sein Sklave. Du bist nicht mein Sklave. Sklave, Sebastian. Dass du keine Eier dazu hast. Du willst, dass ich eine Entscheidung treffe. Dass ich der Boss bin. So ein richtig knallharter Typ. Wer soll es werden? Such dir jemanden aus. Ina? Die hat einen totalen Dachschaden. Ich glaube, die ist schizophren oder sowas. Elisabeth, unsere jungfräuliche Heilige. Anna, die hat total viel Geld. Die müsste eigentlich gar nicht mehr hier arbeiten. Aber sie hasst ihren Mann und ihre Kinder. Und deswegen bleibt sie auch immer bis zum Schluss hier. Und Sebastian, der bleibt auch immer gern ein bisschen länger. So tüchtig. Weißt du warum? Weil er sich an deinen Schreibtisch setzt, seinen Schwanz herausholt und damit rumspielt. Bis er deine Zimmerpflanze mit seinem Sperma düngt. Die Monstera. Das ist nicht wahr. Los. Feuer ihn. Schmeiß ihn raus. Los. Er ist eine Gefahr für uns alle. Komm. Es tut mir leid. Das muss dir nicht leid tun, Sebastian. Du warst immer ein loyaler Mitarbeiter. Ein guter Freund. Ich kann das überhaupt nicht tun. Jetzt komm, steh auf. Die Aufgabe, ja. Gut. Fuck. Okay, Leute, ist aber ganz kurz ruhig. Wir haben die Stimmen ausgezählt. Bam, bam, bam. Alles wird gut. Hanna hat 10 Stimmen. Elisabeth hat 6 Stimmen, Finn-Ole 5. Yeah. Jo! 2 Stimmen für Sophie. Sorry, nicht klatschen, sonst kommen wir hier morgen nicht mehr raus. 8 Stimmen für mich. Nicht klatschen, habe ich gesagt. Das hat uns wieder sensationell nach vorne gebracht. Boah, es ist einfach schon kurz nach 8. Hier hat einfach jemand alle Namen draufgeschrieben, ernsthaft. Ich will einfach nicht, dass jemand gehen muss. Für mich ist ganz besonders Fairness wichtig. Dass man offen miteinander ist. Dass, wenn es mal Themen geben sollte, dass die offen angesprochen, kommuniziert werden. Dass man niemanden ausschließt, sondern dass eben alle am gleichen Strang ziehen. Also ich würde sagen, dass ich so Berufliches und Privates ziemlich klar trenne. Also im Büro ist es einfach so, das sind Kollegen, Kolleginnen und meine Freunde, die sehe ich halt dann, wenn ich was mache, wenn ich privat Sachen mache. Ich bin sehr organisiert, strukturiert. Ich halte meine Deadlines immer ein. Ich bin, wie gesagt, ein großer Teamplayer. KollegInnen sind KollegInnen. Leute, können wir uns jetzt bitte mal ranhalten? Hey, pssst, ich hab's gleich. Können wir bitte mal die Musik ausmachen? Warum? Weil wir uns jetzt endlich mal entscheiden müssen. Hier! What's wrong with me? Es reicht! Tun wir jetzt so, als wenn nichts passiert wäre, oder was? Du entspannst dich jetzt mal. Why do I feel like this? Ganz ehrlich, Hanna, nicht so schnell. Komm mal her. Halt mal. Setz dich. Komm. Also lass dich von denen nicht so stressen. Machst du dir keine Sorgen? Sorgen?
Warum? Schau dich mal um. Weißt du was? Am Ende wollen wir alle nur das Gleiche. Und zwar? Ja, unsere Ruhe. Wir wollen alle unsere Ruhe. Tranquilität. Na, schau dir die Idioten mal alle an. Hm? Scheiß auf diese Hustle-Culture. Oh Mensch. Du bist so schön, wenn du lachst. Weißt du das? Kann ich doch noch einen Schluck haben? Ja, ja, ja. Ich habe also wirklich mich richtig drauf gefreut, dass ich wieder arbeiten gehen kann. Also das ist, brauche ich. Das brauche ich für meine, ja, einfach für mich selber auch, dass ich, ja, dass ich was, vorantreiben kann. Also was soll ich jetzt in Urlaub fahren? Also das ist, das bin ich nicht. Ich hab mich nicht verarschen. Wenn mir jemand Scheiße erzählt, merke ich das sofort. Wenn mich jemand anlügt und mir in die Augen sieht und sagt, wissen Sie, so und so, dann sage ich, nee, es gibt immer ein besseres Angebot. Würde ich jetzt sagen. Ich habe gesagt, ich bin eine Stunde nicht erreichbar. Ich rufe dich dann gleich zurück, ja. Okay, bis dann. Gratuliere. Wozu? Ach so. Sag mal, hast du dich selbst gewählt? Hä? Die haben dich nur gewählt, weil du den DJ-Clown spielst. Du hast dich echt selbst gewählt, oder? Nein, habe ich nicht. Hm. Aber du hast mich gewählt, stimmt's? Ich habe tatsächlich überlegt, dich zu wählen, aber irgendwie hoffe ich, dass du rausfliegst. Erwischt. Ich weiß ganz genau, dass du mich gewählt hast. Und da bist du dir ganz sicher, oder? Mhm. Ich mag dich ja auch. Da hast du aber eine strange Art, deine Zuneigung zu zeigen. Ja. Du aber auch. Wer sagt, dass ich dich mag? Also, letztes Jahr auf der Feier, als wir... Ich meine, wir... Jetzt mal im Ernst. Die anderen denken irgendwie, dass ich irgendwie tatsächlich so ein DJ-Clown bin und die wollen nur, dass ich David Guetta spiele, aber bei uns... Mein Sekt ist leer. Oh Mann, Prosecco ist alle! Oh, gibt nichts mehr! Vincent! Ja, live, wir hatten die Bestellung gemacht. Ja, das nicht, das alles ja aber letztes Jahr ging es ja auch nicht so lang und ich hatte ja auch keine Wissen können, dass... Ist gut, Hanna meinte... Ich kann mich leiden, nicht ausgedrückt mit Gläsern. Kipps weg. Tschüss. Ja, das Badchen wurde ja auch wieder gekürzt. Ich brauch was zum Trinken, um jetzt rein zu treffen. Ich hab mich so auf die Party gefreut. Ja. Dann macht die Party mit. Oh, super! Party! Ich hab den Grab verloren. Was ist? Ich will dir was vorschlagen. Bist du besoffen? Ich weiß, der Laden, der kotzt dich an. Dich nicht, oder was? Wenn du kündigst, dann überweise ich dir jeden Monat die Hälfte von meinem Gehalt. Ist das dein Ernst? Ich liebe diesen Job. Ja, und wovon lebst du dann? Ich brauche das Geld nicht. Wie? Ist doch scheißegal. Willst du das Geld oder nicht? Ja, dann gib mir dein ganzes. Gib mir dein ganzes Gehalt und ich mach's. Ach, du spinnst ja, du bist bescheuert. Du spinnst? Was redest du da? Was willst du von mir? Ich brauche diesen Job. Du brauchst diesen Job. Was ist mit deinem Auto? Ist ja auch ganz schick, oder? Oder dieses Ferienhaus auf Lanzarote, da will ich auch gerne mal hin. Du willst nach Lanzarote? Ja, ich will nach Lanzarote. Und dann? Ja, nix und dann. Ja oder nein jetzt?
Weißt du was? Es war eine blöde Idee. Lass gut sein, okay? Ach komm, Anna. 2 Wochen im Haus und ich mach's. Komm schon. Dumme Alman-Juppie. Ab in die Küche. Mhm. Hey. Hey. Okay. Ich dachte nicht, dass du überhaupt noch mit mir sprichst. Was gibt's? Weißt du, ich wollte mich entschuldigen. Also, für vorhin. Kein Ding, jeder hat mal schlechte Laune. Ja, aber ich meine, das war schon ein bisschen übergriffig. Weißt du, ich war mal ein halbes Jahr im Schweigekloster. Und da habe ich gelernt, dass es vor allem wichtig ist, dass man sich selbst verzeiht. Bullshit. Das ist echt was anderes. Ist schon gut. Was? Nein, nein. Komm mal mit. Na, lass die Scheiße, ja? Es tut mir leid. Es ist in Ordnung. Nein, es ist... Hier nicht rauchen. Ach ja. Ja. Sebastian. Basti. Basti. Du ahnst es nicht, oder? Was? Du bist derjenige, der gehen muss. Was? Wieso? Keiner mag dich. Nicht mal Vincent, der kleinkarierte Schleimscheiße. Wen soll ich für sie umbringen? Du bist der Einzige, der hier jeden auf den Sack geht. Aber ich bin immer ehrlich zu dir. Du kannst mir vertrauen. Ich kann dich beschützen. Willst du das, dass ich dich beschütze? Hm? Ja. Willst du mein Soldat sein? Ja. Mein ergebener Untertan. Ja. Dann hol mir erst mal eine neue Flasche Wein. Hm? Hopp, lauf! Nimm von dem Eiaufstrich. Der ist vegan, aber pst, sonst isst ihn keiner. Was denn? Oh, super. Mmh, er ist lecker. Mhm. Denkst du, dass ich ein schlechter Mensch bin? Was? Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich lieber gehen. Oh nein, Süße, warum denn? Wieso denn du? Doch, ich muss gehen. Was ist denn los? Warum bist du denn so traurig? Hm? Kannst du mir alles erzählen, wirklich? Willst du wirklich die Wahrheit wissen? Mhm. Ja. Alles, was ich hier jemals gesagt habe, ist eine Lüge. Alles. Sorry. Und wo schlaft ihr heute Abend? In meinem Bett. Bei mir zu Hause. Und du? Was macht ihr, wenn ihr nicht alleine schlafen möchtet? Wärmflasche. Mir ist egal, wer rausfliegt. Ich wünsche mir nur, dass ihr bei mir übernachtet. Entschuldigung.
Ich muss noch meine Katzen füttern. Das ist okay. Hauptsache nicht alleine. Also, wie gesagt, ich war ja jahrelang irgendwie mit Bands auf Tour. Ich war Tourmanagerin und was man da so mitmacht, ne? Also Organisation, das ist schlimmer wie ein Kindergarten. Also ich kann alles gut zusammenhalten. Vibes, also mir sind die Vibes auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ich bringe immer ganz gute Vibes rein, so. Schnell bin ich. Ich würde sagen, dass ich sehr konsequent bin und rational denken kann, um genau den Punkt zu treffen, was die Kunden verlangen, was sie brauchen. Kannst du den Song I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I won't let you down, I will make you hurt. Ivy! Wow, wow, diese Emotionen. Echt, überall. Wisst ihr was, mir ist gerade so klar geworden wie noch nie zuvor. Ich gehöre hier nicht hin. Jeder von euch hasst mich. Nein. Hinter meinem Rücken lästert ihr über mich, ja? Selbst Finn Ola hat mir letztens hinterhergerufen. Mhm. Was wollt ihr denn von mir? Wollt ihr, dass ich kündige? Nein. Gut, dann tue ich's. Dann tue ich's. Woran liegt es denn? Liegt es daran, dass ich keine Kleider trage oder hohe Schuhe? Hm? So ein Quatsch. Liegt es daran, dass ich nach den Regeln spiele, die euch allen scheißegal sind? Mir steht's echt bis hier. Ihr möchte gern Kreativköpfe. Kreativ ist höchstens noch wie fake, was eklig ihr alle zueinander seid. Das ist nicht fake, das ist eine Familie, Ivy. Wir sind alle eine Familie. Eine Familie, das ist eine Familie. Was ist Familie? Probleme. Das ist Kritik an mir jetzt, oder? Ja, an wir nichts denn sonst, ne? Weil du keine Sachen konntest. Das ist die ganze Zeit. Ja, das ist Kritik an mir. Ich habe nicht entschieden, dass einer gehen muss. Ich habe noch ganz einfach nicht entschieden, dass einer gehen muss. Ich spiele jetzt ein Spiel und der als erstes rausfliegt, der ist raus. Fertig, aus. Ich habe richtig Lust auf den Job. Also ich kann wirklich froh sein, dass ich mich hierfür beworben habe, glaube ich. Empathie. Meine Menschenkenntnis, mein Gefühl, das ist eine Bauchsache. Ich tue alles fürs Team. Ego-Trips führen ins Grab. Das weiß ich aus Erfahrung.
Thank you.